Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich meine Fahrzeuge vorgestellt habe. Und heute ist der nächste dran und das ist der Shelby GT350. Und den sehen wir hier an einem schon ungewöhnlich heißen Morgen, Vormittag. So, normalerweise ist es nicht so heiß hier, aber zur Zeit ist es schon echt sehr heiß und auch ein wenig trüb, aber die Hitze ist leider auch da und ich habe mir hier eine passende Location gefunden. Das ist eine Schule, die verlassen ist. Ein recht neues Gebäude, aber da ist niemand mehr drinnen und es ist auch noch nicht fertig ausgebaut. War aber mal ein Jahr, glaube ich, in Betrieb. Okay, zurück zum Shelby. Fangen wir mal mit der Front an. Die Front ist etwas anders als vom normalen Mustang, wie ihr bestimmt schon wisst. Die Fenders, die Kotflügel sind etwas breiter als beim normalen Mustang. Der Grill ist anders und dann eben der ganze Frontclip. Natürlich ist das Auto auch tiefer, wie man so schön sieht. Und ich glaube, das steht ihm sehr gut. Da sieht man die aggressive Front. Zu den Scheinwerfern möchte ich sagen, das ist alles Standard. Habe ich nichts daran verändert. Gibt es die normalen Xenon-Scheinwerfer und die drei Balken halt in LED. Aber was ich verändert habe, sind die Blinker integriert mit dem Nebellichtern. Wie ihr seht, sind die zurzeit eingeschaltet. Kann man auch ganz toll als Tagfahrlichter einschalten. Ist nicht besonders hell, aber schon hell genug. Und wenn ihr meine englischen Videos schaut, da gibt es auch ein Review darüber, so dass ihr da euch das anschauen könnt, wenn ihr vorher seht. Da sieht man das auch schon schön. Gut, was gibt es zu sagen zu diesem Shelby? Das ist ein Modell von 2017. Das habe ich damals neu gekauft. Über den Preis reden wir nachher. Hat jetzt, ich glaube, 12.500 Meilen, also noch nicht so viel. Hier gibt es sehr bittere kalte Winter mit viel Schnee und auch Berge. Da fährt man halt nicht, wenn die Saison vorüber ist und bleibt das Auto in der Garage. Gut, was gibt es noch zu sagen? Was mir persönlich am Auto gefällt, ist halt die Farbe. Das gibt es mehr, mit der Farbe fange ich an. Ohne die Shelby-Streifen. Ich mag zwar die Shelby-Streifen, aber die hat auch jeder. Und ich wollte was Blaues. Blau sieht man nicht so oft. Und als ich diesen Blauen gesehen habe, ohne die Streifen, habe ich gedacht, das ist das Auto, das ich will. Und hat aber ja eine Weile gedauert, bis ich das gekauft habe, wegen dem Preis. Wie gesagt, da gehen wir nachher drüber. 19 Zoll Felgen. Der hinteren sind breiter als die vorderen. Ich werde jetzt nicht auf alle Details eingehen, weil die meisten von euch kennen sich sowieso schon mit der Materie aus. Aber schauen wir uns die mal genauer an. Die Sonne hier nervt schon etwas und die fliegen auch. Also 305, 35, 19 Zöller. Und da gibt es massive Brembo Bremsanlage. Und mit den Dingen muss man schon aufpassen, damit man nicht der Bordstein erwischt. Das wäre schon schade. Das Modell hier ist der normale GT35, ist nicht der R. Der R hat die gleiche Motorisierung, ist aber leichter und hat ein paar Veränderungen, ein paar Modifikationen, die das Auto halt schneller machen und auch anders aussehen lassen. Über die Jahre haben sich die Heckspoiler verändert. Der Heckspoiler hier kam raus mit dem Modell ja 2017. Finde ich sehr schön und passend. Davor war er zu klein und danach wurden die Heckspoiler irgendwie immer größer. Er hat so einen größeren Cup-Heckspoiler. Das sieht auch sehr gut aus, aber ich möchte das Auto original lassen. Also habe ich da nichts daran verändert. Hat original Klappen-Auspuffanlage und wenn ihr meine englischen Videos schaut, dann hört ihr auch den Sound, sowohl stehend als auch fahrend. Schaut sich euch an, es gibt eine Playlist, GT350 Shelby, könnt ihr euch anschauen.
So, das hier, die ganze Front ist foliert, die komplette Motorhaube und die Kotflügel. Da gibt es auch viele Steine, die fliegen. Und leider bin ich ein Trottel, ich habe das nicht gleich gemacht und da gab es auch schon ein paar Kleinigkeiten, wie da, wo man sieht, wo Stein erwischt hat und auch an der Front. Aber ich habe das einfach drüber folieren lassen. Ist egal, es ist jetzt geschützt und ist auch ein Fahrzeug. Ist auch nicht nur da, um auf dem Trailer zu stehen oder auszustellen. Ich möchte damit fahren, sowohl auf der Straße, Rennstrecke, wo auch immer. Und somit ist das kein Problem. Die Preise steigen übrigens auch für diese Autos. Also kann man locker jetzt um mehr verkaufen, als man das damals eingekauft hat. Gut, schauen wir mal nach, wie sich der Kofferraum anschaut. So, da gibt es einen Knopf hier. Und ist natürlich nicht automatisch, aber das braucht ja auch keiner bei so einem Auto. Gibt es ja recht viel Stauraum. Ich weiß nicht, sieht man das gut? Ja, gibt es recht viel Stauraum. Also da könnte man auch locker auf Urlaub fahren, wenn man das so will. Hier drunter gibt es kein Reserverad. Aber es gibt so eine, wie nennt man das auf Deutsch, so eine Pumpe zum elektrisch aufpumpen, kann man das Rad aufpumpen. Und da gibt es auch so eine Flüssigkeit drin, die sich dann in das Rad pumpt, in den Reifen pumpt und das Loch provisorisch füllt. Rate ich eigentlich davon ab, dass das ruiniert nur die Felge. Macht da Riesensauerei. Also wenn es geht, abschleppen lassen zum Reifenhändler. Ich weiß sowieso nicht, ob das Kit so funktioniert, wie es soll. Also ich weiß nicht. Ich habe Glück gehabt, als die Luft raus war, da habe ich es einfach aufgefüllt. Ich bin zum Reifenhändler gefahren und die haben das dann repariert. Übrigens, so ein Reifen, wenn er repariert ist, ist er nicht mehr auf der Rennstrecke zugelassen. Ich glaube, das steht auch im Handbuch, also aufgepasst. Ja, das hier hängt da wenig. Gab es auch so ein TSB von Ford, wo drin steht, wie man das repariert in der Werkstatt. Haben die auch gemacht, die Jungs, aber es ist immer noch nicht perfekt. Also Spaltmaße sind nicht super, aber wenn ich so anschaue, auch nicht super schlecht, also finde ich ganz okay für das Geld, was man bezahlt für die Motorisierung. Das ist ein 5,3 Liter V8 ohne Turbo, der letzte seiner Art und hat 533 PS, also hier in den USA Horsepower. Ja, dreht schön hoch. Ich komme zu den Eckdaten später, wenn ich im Auto sitze, weil das ist echt schon heiß hier. Ich habe schon vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Okay, schauen wir uns den Motor mal an, da wir drüber reden. Dabei. Da wird zwar auch geschnitten, aber halt nicht so viel wie bei den anderen Jungs. Gut, das ist die Maschine hier. 5,3 Liter V8. Das ist die Generation 1. Der wird nachgesagt, dass die Öl verbraucht. Ab und zu sehr viel. Und da gab es auch Reklamationen und es gab eine Menge Kunden. Ich sag nicht eine Menge, es gab einige Kunden, wo die Maschinen getauscht worden sind von Ford. Meiner verbraucht auch Öl, aber hält sich in Grenzen. Und wenn man im Buch nachliest, da steht drinnen, dass dieser Motor Öl verbraucht. So, der wurde per Hand gebaut bei Shelby. Das war die Signatur von den Leuten, diese nicht Signaturin von den Leuten, die das Auto zusammengebaut haben. Das Auto, ach, das ist hier, Blödsinn, das den Motor zusammengebaut haben. Läuft eigentlich sehr gut, ja. Läuft eigentlich sehr ruhig, muss ich ehrlich sagen. Finde ich eigentlich ein sehr guter Motor und vor allem ist der einzige, der sich wirklich anders anhört als alle anderen Standard V8. Also
das muss man ihm lassen. Und er hat auch sehr viel Kraft. Das ist schon eine sehr gute Maschine. Also ich klopfe Holz, dass mein Auto aushält. Keinen Motorschaden erleide oder keinen Ölverlust, der irgendwann zu hoch wird. Dies ist auch das letzte Auto ohne Turbo seiner Art mit der Leistung. Alle anderen haben Biturbo, Twin Turbo, wie auch immer ihr das nennt. Und das ist der letzte Sauger, und was ich auch sehr gut finde, der ohnehin auch noch manuell geschalten ist. So, das gibt es so nicht mehr so oft. Und jetzt ist es wirklich schon unangenehm heiß hier. Ich steige jetzt einmal ins Auto, und wenn ich im Auto drin bin, dann reden wir nochmal über den Motor und die genauen Eckdaten und noch viele andere Details. Auto mal schnell in den Schatten bewegt, und hier drinnen fühlt es sich auch schon besser an. So, was mir gerade eingefallen ist, als ich so geredet habe, habe ich gesagt 5,3 Liter. Ja, das ist natürlich nicht richtig, das ist auch 5,2 Liter. Und ja, das ist ein blöder Fehler, aber das wusste ich natürlich. 5 Liter ist der Coyote V8 vom normalen Mustang GT, dann der 5,2 ist der GT350. So, 5,2 Liter, und das Auto, auf Englisch sagt man Flat Plane Crank Engine, wie nennt man das auf Deutsch? Es ist eine flache Kurbel, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ihr könnt es euch anschauen. Und das, die Bauweise macht auch den Sound aus, den man hört. Das hört sich auch anders an als der normale Stümpfer V8, den man in jeder alten Karre hört. Auch damit verbunden ist, dass das Auto hochdreht bis auf 8000, ich glaube 300 Umdrehungen. Auch da kann man das erahnen, was es natürlich bei einem anderen V8 so nicht gibt. Und das war auch das erste Auto, das ist der erste amerikanische V8, der so weit hochdrehen kann. Das konnten vorher nur italienische Sportwagen. Auch das muss einmal gesagt sein zum Auto. Also schon eine sehr gute Maschine und hört sich sehr gut an. Wie gesagt, schaut euch meine Playlist an und alle anderen Videos. Zum Innenraum. Ist es jetzt fertig oder ist es auch typisch, ich hasse zu sagen typisch amerikanisch, ich bin ja selber Amerikaner, das ist ja... Na, aber ist es halt typisch amerikanisch nicht so fertig, oder was glaubt ihr? Naja, kann man sich anschauen. Das hier ist kein Leder, ist Plastik, aber ist schön weich. Hart Kunststoff, aber sieht gut aus. Gibt es auch in Carbon, ja, gibt es eine Sonderausstattung in Carbon. Muss man mal dran denken, das vielleicht nachzurüsten. Übrigens, limitierte Serie. GT350 gibt es nicht so viele. Das ist meine Nummer hier von meinem. Was gibt es noch hier? Der Griff hier, richtiges Metall. Das hier wiederum kein Metall. Das hier ist Alcantara, sehr schön. Das ist just weiches Plastik, auch okay. Ich finde das Lenkrad sehr schön mit Alcantara umrandet. Gibt da ein bisschen was vom Rennsport. Das ganze Auto ist eigentlich für den Rennsport entwickelt worden. Und Ford sagt das auch ganz klar. Deswegen muss man sich auch damit abfinden, dass der etwas mehr Öl verbraucht. Hat man halt kein Auto von der Stange. Gut, beledert. Unten dann mit der Cobra drauf, wie es sich so gehört. Ist ein manuelles Auto. Ein bisschen, finde ich, hätten sie ein bisschen schöner machen können. Leider auch die Armablage hier ist kein Leder. Ablage fahre ich aber recht tief und kann man benutzen. Zwei nette Cupholders hier. Handbremse finde ich sehr schön. Ist mit Leder und ist auch mit einer Naht. Also finde ich, ist sehr schön gemacht. Ich finde auch das Alcantara in den Sitzen sehr schön. Da sieht man auch, da steht GT350 drauf, und mit der helleren Naht finde ich sehr schön gemacht. Rücksitze sehen auch gut aus, sind aber eigentlich nur für Kinder. Da ist schon fast kein Platz für einen Erwachsenen. Finde ich alles sehr schön und sehr wertig. Es schaut gut aus. Das hier nicht so sehr, harter Kunststoff.
Und das war nicht einmal LED, ich habe da LED-Glühlampe reingemacht. So, das finde ich nicht so gut. Auch keine LED. Der Dachhimmel ist schwarz. Das wiederum gefällt mir sehr gut, dass alles im Innenraum schwarz gehalten ist. Mir persönlich gefällt das halt sehr gut. Ist halt nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt das Ablagefach hier, Handschuhfach, auch sehr toll. Und da gibt es auch das Buch, ist hier oben drinnen. Schaut, das, schaut da, Ford Performance steht da drauf. Ist ein sehr schöner Touch. Ebenso in den Türen hier steht Ford Performance. Die allerersten hatten da irgendwas mit Shelby drauf und da gab es die Spezifikationen vom Motor. Das war halt besser, aber ich glaube, da hat Ford halt Geld gespart und nur mehr Ford Performance draufgeschrieben. Ja, sind belüftete und gekühlte Sitze. Gibt es nicht mehr oft heutzutage. Sieht das jetzt AC, AC drüber. Also und beheizt natürlich auch, kann man beheizen. Ja. Kann man belüften und ist auch gekühlt. Gibt es natürlich die Klappenauspuffanlage, Launch Control, gibt es eine Menge Schalter. Ist halt alles Standard Ford, aber beim GT350 schaut das irgendwie sehr schön aus. Ich möchte jetzt nicht über das ganze Sync-System gehen, das ist halt ein normales Sync-System von Ford. Das Radio ist okay, aber um Gewicht zu sparen, hat man bei diesem Baujahr den Subwoofer weggelassen. Das ist ein Riesenfehler. Der Sound ist okay, aber ist halt nicht so toll. Ich möchte es nicht aufdrehen, um nicht von YouTube gesperrt zu werden, aber okay, da gibt es jetzt Werbung. Nur lassen wir das. Radio ist okay, gibt es genügend Lautsprecher. Der Subwoofer fehlt halt. Ist sehr, sehr schade. Also da hat Ford sich Fehler geleistet. Gibt es hier diese Knöpfe hier, da kann man das Fahrwerk einstellen sowie die Steuerung. Aber gehen wir irgendwie mal schnell durch. Da gibt es meine ganzen Anzeigen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da gibt es das Air Fuel Ratio. Dann gehen wir runter, gibt es die Achstemperatur, Zylinderkopftemperatur, die Temperatur, die von wenn die Luft reinkommt im Kühler. Egal, gibt es eine Menge Temperaturen hier, die man durchscrollen kann. Gibt es meinen Reifendruck. Natürlich auch ein Trip-Fuel. Wie viel das Auto verbraucht, das ist natürlich sehr gut. Hat natürlich einen sehr guten Verbrauch für das Auto. Nicht, aber wenn man langsam fährt, ja. Track-Apps ist noch interessant. Line-Lock, dann blockiert das Auto die vorderen Räder und man kann hinten schön einen Burnout machen, um die Reifen aufzuwärmen. Nein, das werde ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich hier eben auf dem Grundstück bin, das irgendwem gehört. Launch Control kennt man, kann man einstellen, mit wie viel Umdrehungen das die Launch Control startet. 4000 bis 6000 lässt sich einstellen. Sehr schön. Der Auspuff, gibt es hier einen Shortcut mit dem. Aber hier kann man das auch nochmal einstellen, vom Sport auf Normal. Ist jetzt gleich auf Sport, wie man das so hört. Normal hört sich aber auch, finde ich, sehr schön an. Performance Shift Indicator, da gibt es diese kleinen LEDs hier, die man also via Head-Up-Display sieht. Und die kann dann auch sagen, die Umdrehung anzeigen und alle anderen. Gibt es auch andere Modi, wo man sich das jetzt anschauen, was zeigen kann. Und der Shift Point ist aber, wenn man eine gewisse Drehzahl erreicht, dann gibt es ein Signal, sodass man weiß, dass man schalten muss. Und das ist momentan auf 7500 Umdrehungen eingestellt. Das kann man einstellen bis 8200. Das ist ein Wahnsinn. Da dreht man hoch bis 8200, dann piept das Auto und sagt einem, dass man schalten soll. Das ist auch sehr sehr schön. Das schaut einmal, zeigt einmal an, mit wie viel G man beschleunigt oder bremst. Und das ist, schaut mir nie an. Ich habe das auch einmal resettet. Und ich glaube, danach bin ich auch nicht so schnell gefahren. Aber wurscht, ich habe da nichts zu vergleichen. Ich schaue mir das nicht so an. Da kann man seine Zeiten messen lassen: 0 auf 30, 0 auf 100, Viertelmeile, Achtelmeile.
ist auch eine Spielerei. Ein Laptimer, wenn man auf der Rennstrecke ist, kann man sich seine Runden, das Auto zählt die Runden. Und Brake Performance, ja, da kann man runterbremsen und das Auto automatisch zeigt einem, wie viele Sekunden man braucht, um von 60 auf 0 zu bremsen. Und da kann man View Clear Results. Ja, den Status zeigt einem alles an normal. Wir sind im normalen Status, das Fahrwerk ist auf normal. Sportanlage, Auspuffanlage an, Komfortlenkrad, ja, Stoßdämpfer normal. Ja, gehen wir mal weiter hier. Driver Assist, da gibt es ja fast nichts da. Ja, mag auch nicht jetzt alle Settings durchgehen. Aber ja, das ist ein spezielles Fahrwerk auch. Das ist das Magnaride, heißt das. Das stellt sich ein, je nachdem wie die Straßenlage ist, erkennt das das Fahrwerk. Und es geht so genau, so sozusagen magnetisch und stellt das straffer oder weniger straff. Ist sehr gut auf der Rennstrecke, merkt man das. Und man kann das hier auch auf Sport einstellen. Ich drücke da mal drauf, sehe Damper Mode, normal oder Sport. Sport, dann ist es härter und mehr für die Rennstrecke. Da gibt es auch verschiedene Modi hier zum Einstellen, Driver Modes. Das ist normal, Sport, stellt das Lenkrad anders ein. Auch die Straßenlage verändert sich natürlich. Ach, ist er weg. Und dann Wetter, ja, das schaltet nicht so weit hoch und weniger aggressiv. Ist wichtig, da geht man gerne hinten weg mit dem Auto wie das hier. Dann Track Only, da schaltet er die Fahrhilfen aus, oder Drag Strip ist speziell gedacht, um so schnell wie möglich von 0 auf 60 zu fahren oder halt einen schnellen Hampelstart hinzulegen, wenn man das noch darf. Gut, so weit zu den Funktionen. Licht Standard Ford. Das Nebellicht habe ich halt nachgerüstet mit dem Originalschalter hier eingebaut als Nebellicht. So normalerweise, der GT350 hat das, den Knopf hier nicht. Was ich auch komisch finde, aber ist halt so. Was gefällt mir noch? Die sequentiellen Blinker bei, zum Beispiel, gefallen mir. Die werden wir uns nochmal anschauen, bevor das hier vorbei ist. Aber ich möchte nochmal auf die Preis. Politik von Ford zu reden kommen. So, das Original. Der Originalzettel ist hier noch drin. Natürlich mit Absicht. Und das war der Zettel, der in der Scheibe war, als das Auto neu war. Da sieht man, wie er bestellt worden ist. Die Standardausrüstung. Und was kam dazu? Gas Guzzler Tax, das heißt, die Regierung ist so nett und sagt, da gibt es eine spezielle Steuer, weil es ein schnelles Auto ist. 1300 US-Dollar mehr. Ja, das gab es dazu. Und dann eine Halterung für das Kennzeichen vorne habe ich nicht angebracht. Die lag nur dabei. Also, das, ja. Ist es. Und die Equipment Group 900A, es ist das Komfortpaket. Der hat nicht die Rennsitze, die Recaro-Sitze, sondern diese Sitze mit Alcantara und mit Belüftung. Und das hat mir mehr zugesagt als die Schalensitze. Deswegen, das ist das Komfortpaket. Hat auch, ich glaube, die hat auch das große mehr Elektronik drinnen. Kann ich mir jetzt nicht genau erinnern. Diese hier wurde auch ohne die Streifen, die Shelby-Streifen, bestellt. Auch das ist hier mit dabei. Was haben wir hier? Basispreis damals war 54.570 mit den Optionen, 58.870 und mit den alles drum und drum war es 59.770 US-Dollar. Das hat das Auto gekauft, Das hat das Auto gekostet, hätte es kosten sollen. Aber dann war der Ford Dealer, Autohändler, so nett und hat, Moment, ja, das ist nur, wo das Auto hergestellt worden ist, in Michigan, mit Teilen aus den USA und Mexiko.
ist es nicht, aber hier. Okay, so, schaut's mal das an. Der Ford-Händler hat dann gesagt, Limited Edition, Market Value 10.000 mehr. Die wollten einfach 10.000 mehr und wollten dann das Fahrzeug für 69.770 US-Dollar verkaufen. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe das nicht gewollt und habe auch lange hin und her geredet mit denen und einfach abgelehnt. Und irgendwann hat man es mir dann, das war fast der normale Preis verkauft. Das war ein bisschen mehr, aber wirklich fast normalen Preis verkauft. Finde ich sehr gut und ich will eigentlich nicht mehr für Auto bezahlen, als man bezahlen muss. Was haltet ihr davon? Ihr könnt mir das sagen, wenn ihr wollt. GT350, auch sehr viel Gewichtsersparung in dem Auto hier. Gibt es eine Menge Optionen, die es beim GT gibt, die es hier nicht gibt. Das Ambient Lighting, all die kleinen Lichter hier unten, gibt es hier nicht. Spart man schon Gewicht, sagt Ford. Blöd, finde ich. Memory-Sitze auch nicht. Spart man auch Gewicht mit. Subwoofer spart man Gewicht mit. Es gibt eine ganze Menge Sachen, auf die man verzichten muss. Das ist halt, Ford sagt, für den Rennsport gebaut. Und dieses Modell hier für die Straße. Und da müsst ihr halt euch damit abfinden, dass es das so nicht gibt. Das R-Modell konnte man sogar ganz ohne Radio kaufen. Auch das gibt es noch. Da gab es einfach nur Plastikabdeckung und kein Radio. Aber ja, wusste ich ja und war ich ja nicht einverstanden. So, tolles Auto, würde ich nicht hergeben wollen. Macht eine Menge Spaß, fährt sich sehr gut. Und da ich die Blinker erwähnt habe, schauen wir uns das auch nochmal an. Außerdem die Pedalerie gibt es so in der Alu-Optik, finde ich gut. Das R-Modell mit Carbon-Felgen, die sehr, sehr teuer sind, finde ich nicht so gut. Deswegen bin ich froh, dass ich das normale Modell habe. Hier, ich glaube, das kennt man bei euch auch in Europa, oder? Aber ist halt, was das mir zusagt, finde ich, schaut auch einfach super aus. Das Auto klingt super. Und ja. Gibt es Standardsachen wie hier die LEDs in den Spiegeln? Ich glaube, da muss man jetzt nicht drauf eingehen. Das hat eigentlich fast jedes Auto. Da seht ihr nochmal den LED-Blinker und jetzt ist das Nebellicht aus, aber auf der anderen Seite da ist das Nebellicht noch an. Also kann man das auch als Tagfahrlicht so benutzen. War meine Entscheidung, das zu tauschen. Ist auch von Shelby. Wird mittlerweile nicht mehr verkauft. Schaut euch das Video an, wo ich darüber rede und sagt mir, was ihr darüber denkt. Jo, was gibt es noch zu sagen? Das Auto darf nicht in eine normale Waschanlage. Es ist zu breit, die Reifen sind zu breit und Ford hat das auch in der Betriebsanleitung so mitgeteilt. So, da muss man immer in eine Waschanlage ohne Schienen, eine Touchless Car Wash, wie man das hier nennt, wo halt nur ohne Bürsten gewaschen wird, reinfahren oder Handwäsche anlegen. Und ich mache meist Handwäsche oder eben die letzte genannte Waschstraße. Weil das Auto so tief ist, ist es auch problematisch, es abzuschleppen und muss man auch aufpassen, dass man da keinen erwischt, der das einfach hochhebt. Ist nicht erlaubt, dass man so ein flaches Bett drauf gezogen werden. Abschlepphaken gibt es in der Front nicht, auch ein Fehler von Ford in meinen Augen. Finde ich recht schade, dass man da nicht daran gedacht hat. Okay, ich glaube, das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, habt ihr noch mehr Autos? Gibt es noch einmal ein Review auf Deutsch über ein anderes Auto? Und wenn ihr Fragen habt zu den Autos, bitte in den Kommentaren hinterlassen oder wenn ihr Fragen habt zum Leben hier in Amerika, in den USA, auch gerne Fragen. Ja, ihr könnt auch Reisefragen stellen, das ist auch kein Problem. Ich mache auch Reisevideos ab und zu, auch das gibt es auf meinem Kanal, wenn ihr euch das anschaut.
bitte gerne nachfragen und ich bin immer da und gerne behilflich. Mach die Videos aus zum Spaß, ja, mach da kein Geld mit, aber es macht mir eine Menge Spaß und ich helfe auch sehr gerne. Und weißt, da gibt es Leute in der Community, die halt gerne Fragen stellen und bin immer da. Spezifische Fragen habe ich jetzt nicht beantwortet, mit Absicht. Dauert zu lange und dann wird es zu trocken. Kann ich gerne beantworten, wenn es eine Frage gibt. Oder ihr könnt sich das nachrecherchieren. Wie auch immer. Wünsche allen einen schönen Tag. Etwas gesagt für einen schönen Sonntag. Leider kein Sonntag. Und hoffe, dass es, wo ihr mehr seid, nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist und auch sonst alles gut ist. Bis bald und danke fürs Reinschauen. Das gerade draußen war übrigens die Auspuffanlage, wie sich anhört, wenn sie nicht auf Sport ist. Ja, jetzt am Ende hört sie also auch noch sehr gut an. Jetzt ist sie wieder auf Sport und jetzt mal mit davon.